Hi ihr Leute da draußen, nun erkläre ich euch, was ein Werbespot ist. Lasst es mich mal schnell googeln. Mist, kein Empfang. Egal. Nun zeige ich euch ein Beispiel. Okay, weil mir immer noch nichts eingefallen ist oder immer noch nichts gefunden habe, zeige ich euch jetzt ein anderes Beispiel, während wir auf dem Weg sind zur Dusche. Was? Rat mal, welches Duschgel ich benutze. Ex? Nein. Head and Shoulders? Nein. Duschstab? Nein. Okay, ich weiß es nicht. Sag es mir. Jetzt haben wir wieder Empfang. Naja, ich erkläre euch jetzt mal, was ein Werbespot ist. Ein Werbespot ist. Na, supi. Kein Empfang mehr. Tut mir leid. Ich zeige euch einfach einen neuen Werbespot. Hier ein Quiz. Also, was ist rund? Knackig. Gelb. Und frisch. Und hat eine super Qualität. Der Triton Champions Chipball. Den muss ich haben. Das war doch ein ganz guter Werbespot, meint ihr nicht? Aber jetzt kommt das Highlight der ganzen Show. Wie ihr seht, wird schon am Morgen sich sportlich betätigt. Auf den ersten zwei Plätzen fangen sie gerade an zu trainieren. Hier wird sich ebenfalls sportlich betätigt. Hier machen wir unsere Kraftübungen und Dehnübungen. Übernachtet groß und klein. Dort außen ist der Frühstücksraum, wo wir frühstücken, Mittagessen und Abendessen. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Show. Wir stellen euch die Trainer vor. Hallo, bin Julius Fächer aus Würzburg, 18 Jahre alt, mache gerade eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Und kümmern wir hier um die Physis der Spieler. Hi, ich bin Felix, der Trainer hier mit Moritz zusammen bei diesem Tenniscamp. Und ja, wann bist du dran? Hallo, ich bin der Moritz, ich bin der Chef dieses ganzen Ladens hier und ich bin Trainer von Tennis Yes. Jetzt kommt eine sehr wichtige Person, die für Ordnung sorgt. Hallo, ich bin die Jacqueline, ich bin hier fürs Essen zuständig, für den Nachtisch, den Frühstück, dass hier Ordnung herrscht und die Kinder alle das machen, was ich sag. Wie geht es dir heute? Sehr gut, vielen Dank. Von wem wurdest du zum Tennisspielen inspiriert? Das ist schon ziemlich lange her. Das war vor circa 20 Jahren Stefan Edberg. Warum bist du Tennistrainer geworden? Damit ich meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Tennissport, ein bisschen weitergeben kann. Wann und warum hast du deine eigene Tennisschule gegründet? Das ist vor 8 Jahren gewesen.
Und das war, glaube ich, 2004. Und die zweite Frage? Warum? Warum? Damit ich meine eigene Tennisschule habe ich gegründet, damit ich die Möglichkeit hatte, in meinem Umfeld zu arbeiten. Okay. Kannst du mir drei Hobbys nennen? Von wem? Von dir. Natürlich. Das wäre vor DVD schauen, Sport machen und Shoppen. Okay, und wenn du dein Leben neu anfangen könntest, würdest du etwas verändern? Wenn ja, was? Ich würde versuchen, nochmal Profi zu werden und einige Dinge, die ich damals falsch gemacht habe, zu verändern. Danke für das Interview. Auch vielen Dank. Stopp. Hi, ich bin der Dennis. Ich bin 13 Jahre alt, habe am 20.03. Geburtstag und spiele schon 7 Jahre Tennis. Hallo, ich bin die Olivia, ich bin 13 Jahre alt, fast 14 und spiele schon 5 Jahre oder 6 Jahre Tennis und komme in die 8. Klasse. Hallo, ich bin die Ellen, ich bin 10 Jahre alt, komme in die 5. und habe am 29.06. Geburtstag. Das war unser Video mit dem Thema Werbespot.